So, meine Lieben, ich werde jetzt eine neue Reihe starten, und zwar eine Reihe Follow Me Around. Hashtag 1. Ich habe eigentlich gestern, ich hoffe, dass der Wind jetzt nicht wieder mehr die Grätsche macht. Ich muss mit meiner Technik das alles erst ein bisschen so kompatibel machen. Ich habe jetzt das Handy wieder genommen. Ich habe, wie gesagt, gestern einige schöne Sachen gefilmt und wollte die heute ins Netz stellen für euch, aber es kam wieder mal anders als gedacht. Ich habe auf den Mann von der Telekom 4 Stunden gewartet und er konnte mir nichts installieren. Das heißt, mein ganzer Auftrag war hinfällig. Der musste neu geschrieben werden, weil die Geräte nicht da waren. Die Geräte wurden mir angeblich geliefert am 7. August, was nicht stimmt. Ich habe weder einen Zettel im Kasten gehabt, noch sonst irgendwas. Und ja, ohne diese ganzen Receive und was man da also kriegt, kann der ja nichts anschließen. Ne? TV, Internet und Telefon, was man hier immer mitbuchen muss. Also ich bin nicht gerade amüsiert darüber und ich versuche ganz relaxed zu sein. Internetcafé, das heißt Starbucks, gibt es auch nicht mehr. Die haben geschlossen. Weiß der Fuchs, warum Starbucks geschlossen hat hier? Keine Ahnung. Die Stadt wimmelt von Touristen, also ich begreife es nicht. Und ein Internetcafé gibt es wohl, das muss ich aber suchen. Das heißt aber, ich bin nächste Woche eh in Bayern und werde dann von dort mit irgendwas machen. Keine Ahnung. Ich werde da Vlogs machen und habe dann Internet bei meinem Sohn. Also ich werde vor September kein Internet haben. Weil dann muss ich wieder einen neuen Termin beantragen mit einem neuen Techniker. Und die stehen normalerweise da wieder Ochs vom Tor und da weiß die Rechte auch nicht, was die Linke macht. Aber ich habe jetzt mit einem netten Menschen gesprochen von der Telekom stundenlang. Der hat mich auch ein paar Mal zurückgerufen. Und ich habe übrigens das Paket jetzt bekommen. Ich habe mich auf die Söckchen gemacht hier. Ich habe dann die Codenummer von der Telekom bekommen, welche das Päckchen hatte. Die klingeln gar nicht mehr, die klingeln nicht, die werfen nichts rein, die sagen einfach nicht angetroffen, ne? Schreiben die in die Listen und dann geht das zurück. Was eine Scheiße, muss ich jetzt echt mal sagen. Jetzt kommt schon wieder ein Auto. Ich habe versucht, mir ein Plätzchen zu suchen, aber wo ich auch bin, ist dann irgendwas, aber egal. Ja, also Internet ist nicht, das heißt, es ist jetzt mal Hashtag 1, also Follow Me Around angekommen. Ich bin noch nicht angekommen, aber ich hatte eigentlich einen schönen ersten Vlog, so Abschied Frankfurt, willkommen, erster Sommertag in Potsdam. Aber das muss jetzt nachkommen, weil ich will heute ist, was ist denn heute für ein Tag? Donnerstag, Mittwoch, keine Ahnung. Ich möchte das heute für euch kurz reinstellen, damit ihr Bescheid wisst, was abgeht. Jetzt kommt so ein Grünanlagenauto, weil ich bin hier oben an den Kolonnaden der Orangerie, wie ihr sehen könnt. Es ist bullenheiß, ich habe auch schon was gegessen, ich mache alles hektisch, ne? Also ich bin irgendwie total unter Strom so. Kennt ihr das, wenn man so unter Strom ist und das erledigen will? Ja, fahr einfach weiter. Okay, ihr hört dieses Auto. Es ist, ja. Dann geht der jetzt gleich. Nee, der kann nicht so schnell fahren, dann wirbelt das so viel Staub auf, ne? Also, follow me around, follow me around, da kommt das nächste Auto, ich mache jetzt Schluss, das ist mir zu blöd. Heißt, ich nehme euch mit durch meinen Tag oder durch die Tage, weil bald ist es ja dann Bayern. Also es geht nach wie vor turbulent zu im Hause Kirsti und ich hoffe, euch geht's gut, seid besonders gut zu euch. Ich versuche es auch mal zu mir zu sein und ganz relaxed und entspannt hier mich zu bewegen, was eigentlich auch gelingt. Und grüße euch ganz, ganz herzlich. Bis bald, ihr Süßen. Ciao, ciao.